Moin Leute! Moin! Herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. In diesem Video der Pläne ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Schauen wir uns nochmal ein Baumdiagramm an, aber endlich die Produktregel. Die ist so wichtig, nicht nur jetzt für jetzt eure Klausur, sondern auch für die kommenden Jahre in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Erstmal, Produktregel brauchen wir bei mehrstufigen Zufallsexperimenten. Das heißt, wenn ein Experiment mehrmals durchgeführt wird, ne? Zweimaliges oder dreimaliges Würfeln, da gibt es ja drei verschiedene Ereignisse, oder eine Kugel wird häufiger aus einer Urne gezogen, eine Karte wird gezogen oder mehrfaches Drehen von so einem Glücksrad. Das sind Sachen, die passieren öfter und dann gibt es auch verschiedene Ereignisse, die da passieren können. Wir erkennen hier in diesem Baumdiagramm, dass es mehrstufig ist. Woran erkennt man das? Ich kann hier Zahl und Kopf, das ist das Beispiel, was wir hier haben, und danach passiert wieder etwas. Ich werfe nochmal und kann wieder Zahl oder Kopf machen. Das heißt, es gibt insgesamt vier Möglichkeiten ganz am Ende, alles miteinander zu kombinieren. Und jetzt wird diese Produktregel wichtig. Wenn ich ein ganz bestimmten ein Ereignis haben möchte, sagen wir Zahl Kopf, nur dieses Ereignis, muss ich diese Wahrscheinlichkeit, die hier an dem Pfad steht, 0,5, mit dem hier, mit diesem Pfad 0,5 multiplizieren. 0,5 ist jetzt halt kein Bruch, aber ist ja egal, da kann auch eine Dezimalzahl stehen. Also 0,5 mal 0,5 sind 0,25 und wären dann am Ende 25%. Ja? Das ist sozusagen genau die Produktregel. Ja, das sagt sie auch aus. Wenn wir hier zum Beispiel Zahl Kopf haben wollen, 0,5 mal 0,5. Ja, jetzt haben wir das Ganze schon mal gezeigt. Hier sind ein paar Aufgaben für euch. Probiert mal, ob pausiert. Aufgabe A. Wahrscheinlichkeit P, schreibt man so, Zahl und Kopf, hör mal zu. Erst Zahl und dann Kopf ist 0,5 mal 0,5. Das haben wir eben auch schon in der Einführung gemacht. Es war einfach nur nochmal für euch zur Wiederholung. Die Wahrscheinlichkeit Zahl und Zahl. Schauen wir mal. Gehen wir mal hier entlang. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, hier erstmal eine Zahl zu werfen, ist 0,5. Und dann hier ist nochmal 0,5. Also 0,5 mal 0,5 ist 0,25. Also auch 25%. Genau. Und jetzt im letzten Fall. Zahl, Zahl oder Kopf, Kopf. Das ist das, was sozusagen rauskommen kann. Das heißt, ich kann jetzt verschiedene Pfade gehen. Einmal Zahl, Zahl. 0,5 mal 0,5 sehe ich hier. Das ist der grüne Pfad. Und jetzt kann ich aber auch noch den roten Pfad gehen. Ich kann hier Kopf, Kopf gehen. Das ist das gleiche. Plus 0,5 mal 0,5. Und hier sehe ich, hier muss ich die Summenregel anwenden. Und die Produktregel. Das heißt, hier ist die Produktregel. Entlang der Pfade wird multipliziert. Und alle Pfade, die ich am Ende haben möchte, muss ich addieren. Das heißt, das Ergebnis ist 0,25 und das auch, das wird jetzt hier addiert, seht ihr? Und am Ende bin ich bei 50%, 0,5. Ganz wichtig, dass man in der Lage ist, die Produktregel und die Summenregel miteinander zu verbinden. Genau. Ja. Im nächsten Video üben wir den ganzen Spaß nochmal. Genau, da vertiefen wir das. Aber mit einer schwierigeren Aufgabe. Ja. Also dranbleiben, ne? Ciao. Ciao.